Die MS Wissenschaft ist ein Binnenschiff, 100 Meter lang, hat früher Kohle transportiert und jetzt transportiert sie Wissen. Sie fährt durch ganz Deutschland, hält 34 Mal an bis runter nach Österreich und zeigt eben, wie die Wissenschaft nachdenkt, forscht zur Frage der Zukunft der Arbeitswelten. Das eine ist natürlich, was macht die Digitalisierung, was machen die Roboter mit uns? Das andere ist, was für neue Hilfsmittel gibt es? Das dritte ist Kreativität, was kann ich selber tun, um meinen Arbeitsplatz zu bestimmen? Und dann gibt es auch noch viele Fragen zum lebenslangen Lernen. Wir wollen auf Themen aufmerksam machen, die gerade auch in der Bevölkerung diskutiert werden. Wenn ich zufriedenes Arbeitsleben habe, ist das schon mal eine gute Voraussetzung, auch das Rundrum, das Familienleben und das andere gesellschaftliche Leben sehr zufrieden gestalten zu können. Und das ist das Wichtigste für den Menschen. Wir sind mit unserer Klasse hierher gekommen, weil unsere Lehrerin meinte, wir können vielleicht noch was über Berufe herausfinden. Man kann sehr viele Sachen hier machen. Was bedeutet Arbeit? Kann man ein bisschen mehr darüber nachdenken? Ich finde es super. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher damit beschäftigt, weil man bald mit der Schule aufhört und dann mit dem Arbeitsleben anfängt. Wir sind dazu da, um den Besuchern eben die Ausstellung auch näher zu bringen. Da hilft es manchmal, wenn Leute da dran treten und so ein bisschen skeptisch schauen, einfach dazu zu kommen und zu sagen, ja, probieren Sie einfach mal auf, setzen Sie sich mal zum Beispiel die VR-Brille auf oder so. Also das ist eins meiner Lieblingsexponate. Hier kann man nämlich mit verschiedenen Personen, wie zum Beispiel dieser hier, in einen Chat starten. Die zum Beispiel hat hier gerade ihren Bachelorabschluss gemacht, genauso wie ich. Und ich kann ihr jetzt sozusagen zwei Tipps geben, wie sie weitermacht. Und so kann ich genau ihren Lebensweg kennenlernen und das vielleicht auch für mich mitnehmen. Ich finde, man sollte hierher kommen, weil es einfach mal echt cool ist und es ist spannend und abwechslungsreich und es ist echt toll, das kennenzulernen.